Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal um Portfolio-Reviews. Das bedeutet, ich habe bei Facebook und bei Instagram nachgefragt, ob ihr mir nicht mal eure Bilder schicken wollt, beziehungsweise eure Instagram-Profile. Und die werde ich dann mir einfach mal ein bisschen angucken und meine ganz persönliche Meinung dazu sagen. Bedeutet, das ist wirklich meine Meinung. Es gibt viele Meinungen, gerade in der Fotografie, das ist Kunst. Von daher kann man nicht von einer falschen oder richtigen Meinung sprechen, sondern es ist einfach nur das, was mir so in den Sinn kommt. Und danach hatte ich gefragt, ob da Leute Bock drauf haben. Ich habe über 200 Links von euch bekommen. Unglaublich. Also wirklich, wir können echt viele Videos dazu machen jetzt. Und wenn du da selber Bock drauf hast, kannst du mir natürlich auch dein Instagram-Profil schicken. Über Instagram, in der Facebook-Gruppe, die ich besitze. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde einfach mal sagen, los geht's. Bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich noch ganz kurz auf meine neuen Workshops hinweisen, denn in diesem Jahr fahre ich zum Beispiel ins alte Rom. Wir fahren nach Südfrankreich die Lavendelfelder fotografieren. Wir fahren nach New York, wir fahren nach Dubai. Wir fahren nächstes Jahr im März auf die Färöer Inseln und fotografieren da atemberaubende Landschaften. Und das möchte ich dir einfach nur mal kurz präsentieren. Schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei, falls du Bock hast, mal ein paar Tage oder vielleicht auch eine ganze Woche mit mir zusammen fotografieren zu gehen, zu lernen, was ich fotografiere, wie ich fotografiere, wie ich meine Bildbearbeitung mache und so weiter. All das ist möglich auf solchen Fotoreisen. Wenn du da Bock drauf hast, einfach mal auf meinen Online-Store klicken und dir das Angebot anschauen, was es da so gibt. Also es ist sehr vielfältig, Städtefotografie, Landscape-Fotografie und so weiter und so fort. Ich würde mich freuen, wenn ich dich da mal persönlich kennenlernen könnte. Und jetzt lass uns mit dem Video starten. Wie ich schon gesagt habe, ihr könnt selber daran teilnehmen, einfach mir euer Instagram-Profil schicken. Das könnt ihr direkt über Instagram tun, wobei da ist es relativ unübersichtlich. Da verliert man schnell den Überblick, wer mir jetzt geschrieben hat und so weiter. Von daher am besten einfach in meiner Facebook-Gruppe das Ganze posten. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Ich bin jetzt auch so ein bisschen am Ausprobieren. Ich werde jetzt heute mal mit 8 Instagram-Profilen anfangen pro Video und das Ganze relativ kurz halten. Und ihr könnt einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Soll ich mehr zu jedem Einzelnen sagen? Soll ich weniger zu jedem Einzelnen sagen und dafür mehr Profile vorstellen? Das könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare posten. Und dann hoffe ich, dass wir daraus ein cooles Format entwickeln können, was vielleicht auch ein bisschen länger hält. Ihr könnt natürlich auch direkt mal mein Instagram-Profil liken. Stefan Schäfer 90 heiße ich auf Instagram. Und da poste ich auch immer meine aktuellen Fotos. Ich war ja jetzt gerade auf den Färöer Inseln. Bedeutet, da ist sehr viel neues Material am Start. Kommt immer mal wieder so. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Jetzt lasst uns aber direkt anfangen hier mit den Instagram-Profilen. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist. Es ist einfach nur das, was mir persönlich in den Sinn kommt. Und ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen damit ein bisschen weiterhelfen kann. Vielleicht auch Außenstehende, die jetzt hier nicht kritisiert werden, positiv oder negativ, wie auch immer, können vielleicht trotzdem daraus was gewinnen und ihren eigenen Instagram-Account dadurch ein bisschen pushen oder ihr Portfolio insgesamt pushen. Es geht ja nicht unbedingt jetzt darum, den Instagram-Account zu pushen, sondern es geht einfach darum, seine Bilder quasi zu verbessern. Okay. Also, die erste Fotografin ist Anani Photography. Ich hoffe, ich spreche das Ganze richtig aus. Also, wie gesagt, Namen aussprechen bin ich ganz schlecht drin. Verzeiht mir da, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Aber ihr könnt alle diese Profile jetzt auf jeden Fall auch mal direkt mal anklicken und ihr könnt den Leuten auch folgen. Also, Anani Photography hat hier eine schöne Galerie auf Instagram, beschäftigt sich hauptsächlich hier, wie man sieht, mit Porträts, also eigentlich nur mit Porträts. Ja, das sind jetzt alle ihre Fotos jetzt hier. Was sofort auffällt, es sind sowohl farbige Porträts als auch Schwarz-Weiß-Porträts mit dabei. Ist im Endeffekt auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sage ich immer so, versuch so ein bisschen konstant zu bleiben. Also gerade wenn es jetzt darum geht, wenn ich auf Instagram poste, dann versuch so einen Stil irgendwie durchzuziehen. Es ist schon mal gut, dass du hier auf jeden Fall nur Porträtfotografie quasi zeigst, dass du da nicht Landschaft und so weiter vermixt, sondern dass es hier wirklich nur um People-Fotografie geht. Das ist schon mal gut. Man kann natürlich auch mal ein Schwarz-Weiß-Bild mit reinbringen, aber es ist so, das fällt mir gerade jetzt so ein bisschen ins Auge. Ne? Das ist auch eigentlich nur hier, ja, hier ist so eins, hier ist nochmal eins, aber ansonsten der Rest ist eigentlich alles farbig. Ich klicke jetzt hier einfach mal auch direkt auf das erste Bild, weil das springt mir so voll ins Auge. Das finde ich besonders cool irgendwie. Ja, da wird hier mit Rauchbomben gearbeitet. Finde ich besonders cool. Hat so einen coolen Effekt. Das kennt man ja auch schon von Instagram irgendwie. Haben ja schon ein paar Leute gemacht. Und, oh, das ist jetzt hier, okay, das ist jetzt offensichtlich das Vorher.
Und das andere war jetzt das Nachher. Ja, steht hier auch im Text, das ist ja Vorher-Nachher-Vergleich. Also das ist jetzt hier quasi straight out of camera. Und das ist jetzt hier die Bearbeitung. Bearbeitung ist dir sehr gut gelungen. Du musst hier oben vielleicht im Himmel so ein bisschen aufpassen, dass du hier an den Bäumen nicht so eine Farbsäume bekommst. Das fällt mir jetzt hier auch schon in der kleinen Auflösung so ein bisschen auf. Ansonsten finde ich das eine sehr coole Bearbeitung und hast echt eine Menge aus diesem Bild herausgeholt. Okay, schauen wir mal kurz weiter hier. Hier auch klassische Porträtfotografie, finde ich auch sehr gut. Hier unten muss man vielleicht ein kleines bisschen aufpassen. Hier hast du den Fingernagel so ein bisschen angeschnitten. Entweder schneid ihn richtig an oder lass es. Ja, das ist jetzt einfach auch nur das, was mir so auffällt, weil so sieht es so ein bisschen so aus. Ah, das ist so, da fehlt so der eine Zentimeter irgendwie. Ne? Ansonsten schönes Model, arbeitet gut, hat auch ein bisschen Ausdruck hier in den Augen, finde ich gut. Große Augen, das Auge wirkt insgesamt ein bisschen sehr groß. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht vergrößert hast. Wenn ja, ist es vielleicht ein bisschen sehr groß geworden, weil im Gegensatz zu dem hinteren Auge sieht es ein bisschen unverhältnismäßig aus. Kann aber natürlich auch sein, dass es einfach das Model so ist. Ja, also um Gottes Willen, ich will hier nicht urteilen. Das ist einfach nur das, was mir jetzt hier gerade so ein bisschen auffällt. Okay, schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Ein Bild schauen wir uns noch an. Auch ein sehr schönes Bild hier, stimmungsvoll mit Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ich denke eher Sonnenuntergang. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Du hast auch hier wieder so kleine Farbsäume an dem Rand. Das passiert immer dann, wenn man die Helligkeiten, also beziehungsweise die Lichter, sehr weit runter regelt und die Schatten sehr doll auffällt. Dann kann sowas relativ schnell passieren. Da würde ich in Photoshop nochmal rangehen und das Ganze so ein bisschen noch verbessern. Ansonsten, ja, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Licht hier auf das Gesicht geben. Das ist ein bisschen zu dunkel, aber ansonsten sieht das auf jeden Fall hier sehr stimmungsvoll aus. Okay, also, wenn ihr Bock habt, mal Anani Photography zu folgen, einfach mal hier unten in der Videobeschreibung packe ich auch die ganzen Links nochmal mit rein. So, gehen wir gleich weiter zum nächsten Profil. Juliane Lebsack Photography. Genau, oh, hier geht es auf jeden Fall um Hochzeiten, wenn ich mir das mal so anschaue. Ja, das sieht auf jeden Fall nach Hochzeiten aus, beziehungsweise Paarfotografie. Hier auch mal ein Kind mit dabei. Also ich denke mal so Hochzeitsfamilienfotografie, irgendwie so in die Richtung wird es gehen. Sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus, was mir auch sofort auffällt hier mit den Highlights in den Stories und so weiter, dass hier einheitliches Design ist, das gefällt mir sehr gut, müsste ich übrigens auch mal machen, habe ich persönlich noch gar nicht gemacht bei mir. Und auf jeden Fall, man sieht auch, dass du so einen Stil durchziehst irgendwie. Du hast auch hier wieder schwarz-weiß und bunt so ein bisschen gemixt. Wobei gerade in der Hochzeitsfotografie finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Da ist es ja oft so, dass man auch mal ab und zu ein Schwarz-Weiß-Porträt oder so weiter mit reinpackt. Also du ziehst dir auf jeden Fall deinen Stil durch, das gefällt mir. Man hat sowohl hier so ein paar Detailshots mit dabei, man hat ein paar Paarfotos mit dabei. Die sehen auch alle echt gut aus, muss ich sagen. Also hier gibt es wenig zu beanstanden. Wir haben jetzt hier wirklich auch so einen bunten Mix, gefällt mir gut, ja, vielleicht ein bisschen, für meinen Geschmack, vielleicht ein bisschen mehr Kontrast rein, wobei ich liebe halt Kontrast so, ne, das ist jetzt auch wieder so persönlich mein Ding. Also da ist auf jeden Fall ein einheitlicher Stil drin, was mir sehr gut gefällt, auch von den Farben her, das ist alles so ein bisschen so pastelltönig gehalten, was sehr gut zu Hochzeiten passt, von daher kann ich hier sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Galerie. Hier sehe ich jetzt gerade noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob das auch zu einer Hochzeitslocation gehört, ob das vielleicht eine Hochzeitslocation war oder so, aber das fällt hier so ein bisschen aus dem Rahmen raus. Ansonsten wirklich, wie gesagt, sehr schöne Galerie. Perfekt. Also, wenn ihr Juliane Lebsack Fotografie folgen wollt, dann immer ran da. So, Waldemar Scheske, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Auch wieder hier, was ich so sehe, auf den ersten Blick eine sehr schöne Galerie. Auch von den Farbtönen her. Ja, hier ist es jetzt so ein Extremfall. Da bin ich so ein bisschen, ja, da sehe ich jetzt hier so ein bisschen, das ist ein bisschen sehr doll abgedunkelt hier der Himmel und beziehungsweise sieht so ein bisschen HDR-lastig aus. Da bin ich nicht so der Freund von. Aber insgesamt hat man hier wirklich ein schönes durchgehendes Muster. Man hat hier schöne Winterbilder mit dabei, wo der Farbton auch gleich ist. Ja, hier geht es weiter. So ein bisschen Moody Shots mit dabei, gefällt mir auch sehr, sehr gut hier mit dem Nebel zum Beispiel. Das ist ein super Foto, muss ich wirklich sagen. Gut aufgeteilt hier mit der dritten Linie. Man hat hier sehr viel negativen Space, Negative Space. Wie sagt man das auf Deutsch? So, keine Ahnung. Also ihr wisst, was ich meine. Man hat hier sehr viel Raum in dem Foto gelassen und man hat hier trotzdem das Hauptobjekt, sieht man sofort. Also hier wirklich schöne Bilder mit dabei, muss ich sagen. Wenn man jetzt weiter runterscrollt, das war hier wahrscheinlich so der Herbst. Also du hast hier auch wirklich schön die Jahreszeiten zusammen kombiniert. Und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Was mir jetzt aber auf jeden Fall noch auffällt, du hast hier so einen bunten Mix aus Landschaft und hier unten kommt jetzt auch mal so ein bisschen People-Fotografie mit rein, sogar mal mit Pferden und mit Hunden und so weiter.
Kann man machen. Ich persönlich bin aber eher der Freund davon, und wahrscheinlich werde ich das jetzt auch noch öfter sagen, ich bin eher der Freund davon, dass man nicht so viel mixt. Also, dass man da einfach so ein bisschen klarer ist in der Themenwelt, wo ich mich auf meinem Instagram-Profil befinde. Ich würde das also nicht so sehr mixen, sondern ich würde da eher vielleicht zwei Accounts machen. Einen zum Thema People-Fotografie und einen zum Thema Landschaftsfotografie. Wie gesagt, wenn ihr ihm folgen wollt, dem Waldemar, dann auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung gucken. So, dann geht's weiter. Michael Günzel, der fotografiert hier sowohl Hunde, Pferde, People-Fotografie, Landschaften. Hier steht, ich glaube, das ist hier das Mahndenkmal in Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Hier haben wir wieder auch Landscape mit dabei. Das ist jetzt wieder das Gleiche, was ich auch gerade eben schon gesagt habe. Ich würde nicht so viel mixen. Ich würde das wirklich thematisch eher so ein bisschen beschränken, auch gerade bei Instagram auf den Profilen, weil die Leute, die auf dein Profil kommen, die werden sich genau angucken, oder die wollen sehen, was macht der Fotograf da eigentlich? Lohnt es sich, dem zu folgen? Und wenn ich dann so die ersten 6 Bilder sehe und da sind 4 verschiedene Themen drauf, dann weiß ich als Betrachter gar nicht so richtig, was fotografiert der jetzt eigentlich? Und da würde ich euch einfach raten, guckt, dass ihr so ein bisschen thematisch bleibt. Aber wie gesagt, ansonsten schöne Bilder. Das Bild hier zum Beispiel, da finde ich das Licht jetzt nicht ganz so schön, ist ein bisschen langweilig, würde ich jetzt mal so behaupten. Das klingt jetzt ein bisschen hart, um Gottes Willen, ja. Bitte nicht übel nehmen. Aber das ist so ein bisschen ja, eher langweiliges Licht. Wohingegen hier zum Beispiel finde ich das Licht schon spannender, weil du hier mit Licht und Schatten arbeitest. Das sieht ein bisschen dreidimensionaler aus, während das hier relativ flach wirkt. Ne? Also da so mal als Beispiel. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt danach gehe, das wirkt auch wieder sehr HDR-lastig. Also der Himmel ist relativ dunkel und das Gras ist relativ hell. Und das ist immer so der erste Indikator, dass da was irgendwie nicht stimmt. Wenn der Vordergrund, also das Gras, heller ist als der Himmel, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Also der Himmel sollte normalerweise eigentlich immer ein bisschen heller sein als das Gras vorne. Okay, aber wie gesagt, auch dem Michael Günzel könnt ihr natürlich folgen. So, dann haben wir Super This. This Pete oder Thais. Oder, tut mir leid, ich weiß echt nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Jedenfalls, man merkt, okay, du kommst hier definitiv rum um die Welt. Du warst in Italien, Australien, wollte ich schon sagen, Österreich, auf den Philippinen, Thailand, Indonesien, ja, Kambodscha. Cool. Also auf jeden Fall Travel-Fotografie macht er hier. Er kommt aus Mannheim, Heidelberg, ist also offensichtlich Deutscher. Dann ist es umso peinlicher, dass ich seinen Namen nicht richtig aussprechen kann. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Vielleicht kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Aber ich scroll jetzt hier einfach mal so durch. Landschaft und Städtefotografie ist eigentlich genau das Thema, was ich hier auch mache. Von daher sehr, sehr cool. Hier ein sehr geiler Spot in New York zum Beispiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut fotografiert hier. Wir haben hier mit Spiegelung zum Beispiel gearbeitet. Gefällt mir auch sehr, sehr gut von der Komposition her. Das ist auch ein Classic-Shot aus Japan. Gefällt mir auch extrem gut. Ist ein super Spot, da würde ich auch gerne mal hin. Ehrlich gesagt, ist auch so ein Ziel auf meiner Liste, wo ich unbedingt nochmal hin möchte. Von daher Respekt, du arbeitest ja auch gut mit dem Licht, also schön immer zum Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, blaue Stunde und so weiter. Also du arbeitest wirklich in guten Lichtbedingungen auch, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und auch von den Kompositionen her und so weiter, hier mit führenden Linien in das Bild rein. Also da kann man echt nicht viel sagen. Wo ich vielleicht noch so ein bisschen drauf eingehen möchte, ist, man erkennt noch nicht so hundertprozentig einen durchgehenden Bildstil. Ja, also wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, die könnten von unterschiedlichen Fotografen sein, vom Bildstil. Also jetzt gar nicht so unbedingt von der Komposition, sondern eher von der Bildbearbeitung. Da vielleicht gucken, dass du in der Bildbearbeitung so ein bisschen mehr dahin kommst, dass alle Bilder so gleich wirken. Die müssen nicht alle die gleiche Farbe haben und so weiter, aber dass du so einen Wiedererkennungswert in deiner Bildbearbeitung hinbekommst. Ich denke mal, damit wäre dir noch viel geholfen und da würdest du auf jeden Fall nochmal einen richtigen Boost bekommen. So, weiter geht's. Benjamin Hanke ist der nächste Fotograf, 29, aus Leipzig. Photography and Travel Addict, ja, finde ich gut, bin ich auch.
auch wieder ein Landschaftsfotograf, finde ich sehr gut. Du arbeitest hier mit Leuten in der Landschaft, ist ja auch so dieses typische Instagram, finde ich auch super. Ich feiere generell so dieses ganze Landschaft mit Leuten drin, mache ich persönlich relativ selten. Ich feiere es aber trotzdem extrem und ich finde auch diesen typischen Instagram-Look, den du hier so ein bisschen anwendest, den feiere ich auch total. Also es ist überhaupt nicht mein Stil, ich mache sowas selber überhaupt nicht, aber ich finde es extrem cool, diese Bildbearbeitung. Von daher absoluter Respekt hier. Die Bilder sprechen mich auf jeden Fall sofort an. Man sieht auch, du kriegst auch entsprechend hier Feedback, also 5700 Likes. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo du halt auch deine Anerkennung bekommst und wo du auch weißt, okay, das gefällt den Leuten. Mir gefällt, wie gesagt, der Bildstil extrem gut. Man merkt, dass du hier einfach eine Bildsprache sprichst, die immer wiederkehrend ist. Du hast hier auch viele Bilder drin mit der Drohne. Finde ich auch extrem cool. Ja, also ich liebe so eine Drohnenshots einfach, auch so Straßen von oben fotografieren, die so eine Kurven machen und so weiter im Wald. Extrem cool. Ja, hier auch wieder feiere ich extrem. Also wirklich, das ist ein Instagram-Account, den ich wirklich richtig cool finde. Würde ich einfach auch mal direkt folgen hier. Und ja, also dem könnt ihr auf jeden Fall auch definitiv folgen, Benjamin Hahnke, einfach mal vorbeischauen. So, dann haben wir den Simon Lutz. Simon Lutz fotografiert hier Porträts. Da sieht man auch sofort, ja, vom Editing-Stil her, dass du da auf jeden Fall schon deinen Weg gefunden hast. Also man sieht hier, dass du die Schwarztöne mal so ein bisschen hochziehst. Das sieht auf jeden Fall alles sehr stimmig aus. Das Bild hier fällt so ein bisschen raus irgendwie. Ich weiß nicht, ist das vielleicht eine Band oder so, die du da fotografiert hast? Sieht so ein bisschen aus. Ja, aus dem Shooting mit der Band. Okay, hat man sofort gesehen. Das fällt hier so ein bisschen aus dem Raster raus, weil alle anderen Bilder sind hier so ein bisschen, von der Stimmung her einfach anders, ne? Also das sieht alles so ein bisschen verträumter aus und so weiter. Und dann ist auf einmal hier ein Bild drin von der Band, die eher so ein bisschen rauer aussieht. Da musst du einfach überlegen, ob du dann thematisch das da wieder reinbringen möchtest. Ich für meinen Teil hätte es dann in dem Fall rausgelassen, aber das ist auch wieder persönlicher Geschmack. Ich finde insgesamt hier eine gute Bildsprache. Du hast hier gute Porträts drin, die auch Ausdruck haben und da kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ne? Also das ist eine gute Bearbeitung hier. Das Bild fällt jetzt auch nochmal so ein bisschen raus, weil es so schwarz-weiß ist mit so einem High-Key-Look drin. Ja, da muss man halt einfach so ein bisschen gucken, inwieweit man da geht. Wenn man jetzt hier weiter runter scrollt, sieht man, du fotografierst auch andere Sachen. Wobei ich jetzt eher mal auf die aktuellsten Bilder gehe und da hast du schon so eher einen sehr einheitlichen Stil. Von daher, das gefällt mir echt gut. Mach diesen Stil hier, so mit diesen Bildern, mach den auf jeden Fall weiter, dann wirst du da auf jeden Fall Erfolg haben. So, und dann haben wir den letzten, Ansgar Ronne. Ich hoffe, das ist richtig. Auf jeden Fall ist das jetzt hier der Name, der mir angezeigt wird, Ansgar Ronne. Tierfotografie, Porträts, groß oder klein, Makrofotografie, Landschaften, TFP-Shootings in Outdoor-Studio. Wenn ich das jetzt so lese, dann ist wieder genau das gleiche Problem, dass du sehr vieles machst. Es ist kein Problem, dass du vieles fotografierst, vieles unterschiedlich. Aber ich würde, gerade wenn es um Instagram geht, wie gesagt, habe ich schon ja gesagt, würde ich mich auf spezielle Themen spezialisieren, beziehungsweise mehrere Instagram-Accounts machen. Einfach damit die Leute dann genau wissen, was sie erwartet, wenn sie dich liken. Ja, sowas hier finde ich auch ganz cool auf der einen Seite. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, wenn man diese Bildunterteilung macht und dann mal nur ein Bild postet, dann ist das hier halt komplett zerstört. Ne? Deswegen bist du jetzt halt immer verpflichtet, quasi drei Bilder zu posten, damit diese Anordnung hier dann irgendwie danach noch bleibt. Ich weiß nicht, vielleicht machst du das ja auch so, dass du immer drei Bilder postest. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, das ist auch immer so eine Dreierreihe. Scheint also zu funktionieren, wenn du das immer so durchziehst, dann ist das natürlich super. Man ist natürlich dann jetzt so ein bisschen daran gebunden. Ja, aber man sieht auch hier wieder Dreierreihe, Dreierreihe, das passt irgendwie alles zusammen. Auch hier wieder Dreierreihe, die gleiche Person, hier nochmal darunter auch wieder. Also du scheinst immer drei Bilder auf einmal zu posten. Wenn du das so durchziehen kannst, dann ist das natürlich super, dann kannst du das auch so durchziehen und dann sind solche Fotos natürlich auch von der Wirkung her cool. Aber man muss halt sich auch immer überlegen, wenn ich jetzt nur so ein Bild sehe, das hier funktioniert jetzt, aber wenn ich dieses Bild jetzt alleine in meinem Feed sehe, wenn ich nicht auf deinem Profil bin, sondern wenn ich in meinem persönlichen Feed bin, wo ich alle Bilder sehe, die so reinkommen und nur das Bild sehe, ja, dann wirst du keine Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen muss man immer so ein bisschen schauen und drüber nachdenken, ist das sinnvoll, das so zu posten. Aber wie gesagt, das sind einfach alles nur kleine Gedankenspiele, die ich jetzt hier habe. Ansonsten vom Bildstil her gefällt mir das echt gut. Du arbeitest hier schön mit den Schwarztönen, bist manchmal sehr nah an dem Schwarz-Weiß dran. Hier so ein bisschen Farbigkeit ist mit drin, aber das passt alles zusammen.
man kann durchaus sehen, dass das hier ein Fotograf fotografiert hat. Und das ist so das, worauf ich als erstes achte. Und von daher kann ich hier nur sagen, Respekt. Ja, gefällt mir echt gut. Man muss hier natürlich immer so ein bisschen aufpassen mit Kindern und so weiter. Ich will nicht sagen, dass du da irgendwas falsch machst, aber holt euch auf jeden Fall, wenn ihr Kinderbilder postet, immer die Erlaubnis von den entsprechenden Leuten. Ja, also wenn es nicht eure Kinder sind, dann immer so ein bisschen aufpassen und auf jeden Fall die Erlaubnis der Eltern einholen. Aber ich muss sagen, auch hier wieder ein schönes Profil. Ihr könnt auch Ansgar Ronne folgen auf Instagram. Wie gesagt, alle Links unten in der Videobeschreibung. Das waren jetzt mal so die ersten 8, die ich durchgegangen bin hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du das gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ich zu lang gesprochen habe, ob ich zu kurz gesprochen habe, ob ich mehr ins Detail gehen soll bei jedem Einzelnen und dafür weniger machen soll. Oder soll ich mehr Profile vorstellen und dafür kürzer darüber sprechen? Das ist jetzt so die Frage, die ich dir stelle, die du mal unten in die Kommentare schreiben kannst, weil ich möchte dieses Format so ein bisschen entwickeln mit dir zusammen, dass es allen gefällt. Und ich bin einfach mal auf euer Feedback gespannt. Wie gesagt, ihr könnt auch mein Instagram-Profil liken, StefanSchäfer90 heiße ich da. Und wenn dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen hast und so weiter, einfach unten in die Kommentare damit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.